Hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video mit Nathalie zum Thema Daisy Global. Und ganz besonders möchte ich euch heute meine Erfahrungen mit dem Forex Trading bei Daisy Global zeigen. Gleich vorweg, dieses Video ist weder eine Investmentberatung noch eine Aufforderung zu irgendeinem Invest. Es spiegelt einfach meine Erfahrungen wider und ich werde euch auch ein bisschen was zu Daisy erzählen und erklären. So, das Daisy Forex hat begangen am 8. April und hier seht ihr einfach schon mal, wie es sich entwickelt hat in der Zeit vom 8. bis zum 22. Hier seht ihr noch mal ein paar Tage später und ihr seht, die Kurve fängt an langsam nach oben zu gehen und die Gewinne sind doch wirklich sehr ansehnlich. Wir haben also im April, da kommt gleich noch ein bisschen was, waren wir so knapp unter 20, so 18%. Mitte Mai waren wir dann schon mal bei 25% und die restlichen Gewinne, die jetzt einfach so laufen, immer mit Datum, schaut ihr euch einfach an, während ich einfach nur mal was erzähle. Daisy ist keine Firma und sonst was, Daisy ist ein Projekt und zwar ein Crowdfunding-Projekt, sprich zusammen finanzieren wir unter anderem verschiedene Projekte. Eins davon ist das Crowdfunding für die Entwicklung einer künstlichen Intelligenz im Trading-Bereich. Das wird realisiert von einer Firma, die sich Endotech nennt. Und Endotech hat eine künstliche Intelligenz schon länger, aber es ging darum, sie zu verbessern, sie einfach besser zu machen. Und zwar sowohl für den Krypto-Bereich wie eben auch eine zweite für den Forex-Bereich. Die Entwicklung mit dem Kryptobereich hat sehr gut angefangen. Dann hat man aber gemerkt, mit diesem Markt, der dann nicht mehr bullig war, sondern bärig und dann auch noch sehr horizontal sich entwickelt hat, dass da einfach noch viel mehr Entwicklungsarbeit zu machen ist. Parallel wurde die künstliche Intelligenz für den Bereich Forex schon entwickelt und die läuft wirklich super performant. Ja, ihr seht, wir sind jetzt schon im Monat Juni. Und ihr seht einfach, wie sich das Ganze hier entwickelt hat in meinem Konto. So, und wie läuft es ab? Man kann also einfach sich entschließen, dass man diesem Projekt beitritt und teilnimmt. Und man kann zwar also Beiträge zu verschiedenen Stufen. Die erste Stufe für zum Beispiel jetzt den Forex-Bereich ist mit $100 und jede weitere Stufe ist immer das Doppelte der vorherigen bis zur Stufe 10. Wenn man jetzt zum Beispiel mit $100 startet, gehen in den Stufen 1 und 2 gehen 50% sind vorgesehen für Entwicklung und Zahlung von Provisionen und Boni in verschiedenen Töpfe und 50% gehen in das Trading. So, warum Trading? Weil diese künstliche Intelligenz ja weiterentwickelt wird, also sowohl die Krypto- wie die Forex-künstliche Intelligenz. Und dazu braucht man natürlich eine Menge Daten für die Entwicklung, für die Analyse, zur Schwachstellenermittlung und so weiter. Das heißt, mit dem Trading des Geldes, was man da beigesteuert hat, werden massiv viele Daten gesammelt und so kann diese künstliche Intelligenz ständig weiter optimiert werden. 70% der Gewinne, die da erzielt werden in dem Konto, in dem eigenen Konto, stehen uns wieder zur Verfügung und die können wir jederzeit auszahlen am Wochenende. Also immer Montag bis Freitag wird getradet im Forex-Bereich und zwischen Freitagabend und Sonntagabend kann man die Auszahlung beantragen und die passiert dann innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden danach, also nach Sonntagabend. So, und 70% werden einem also zur Verfügung gestellt. Die anderen 30%, davon gehen 15% nochmal in die Entwicklungsabteilung. Ich meine, wir haben ein Team bei Endotech von über 70 Entwicklern, die multikulturell in verschiedenen Ländern sitzen. Und der Rest wird eben auch nochmal verteilt in verschiedene Bonustöpfe und an Provisionen. Also ihr könnt sehen, das ist einfach ein Projekt, bei dem aber auch, wenn ihr überhaupt kein Team habt und an keiner Provisionszahlung, an keinem Bonustopf teilnehmt, ihr einfach über das Trading wirklich zu den Gewinnern zählt. Ja? Denn hier kann wirklich jeder zu den Gewinnern zählen, egal ob man ein großes Konto hat, also viel beigetragen hat zu dem Crowdfunding oder eben wenig. Ihr werdet gleich nachher noch ein Konto sehen, da geht es. Da sind, ist nur Stufe 1, meine ich, genau, nur Stufe 1 ist beigetragen worden und hatte dann zu dem Zeitpunkt, wo das Foto gemacht wurde, schon, ich glaube, über 150% Gewinnbeteiligung.
Und das ist dann doch richtig klasse. So, was ich auch erwähnen möchte, diese 30%, die ich gesagt habe, die eben für 15% für die Entwicklung sind und 15% für Bonustöpfe, die werden alle 6 Monate abgezogen. Das heißt, in der Zwischenzeit wird wirklich immer weiter aufgestockt. Nehmen wir mal an, ihr fangt heute an und bei euch im Beitrag sind eben diese $50 aus der Stufe 1. So, und nach einem Tag, vielleicht ist es ein besonders guter Tag und wir haben ungefähr 1% gemacht, dann findet ihr eben einen Betrag 50 plus diese 1% in eurem Beitragskonto. Und ab dem nächsten Tag tradet dann eben diese 50 plus dem 1%. Das heißt, es wird immer der Stand, der gerade da ist, mit dem wird getradet. Damit hat man so eine Art Zinseszinseffekt, aber eben in positiver Richtung. Ja? Und das ist dann auch etwas, was richtig klasse ist. Hier seht ihr dieses Konto. Das ist meins, ja. Da seht ihr einfach Start am 8.4. Hier seht ihr übrigens die wöchentliche Entwicklung. Der schlechteste, den wir hatten, war 2% irgendwas in einer Woche. Das Beste waren mal 11, irgendwas Prozent. So, und hier seht ihr dieses kleine Konto, was ich erwähnt hatte. Und ich möchte aber noch hinzufügen, vergangene Erfolge sind keinerlei, auf gar keinen Fall eine Garantie für zukünftige Erfolge. Nichtsdestotrotz möchte ich euch das zeigen. Und in dieser Graph seht ihr eben, dieser Knick, der da oben war, das war einfach diese 30%. Bei mir waren das jetzt eben, hier in dem Konto sind es 1.485 waren diese 30%. Und ihr seht auch, da war eine Auszahlung von 600 Dollar. Auch dass ihr seht, dass Auszahlungen funktionieren und die ist eben über da, wo steht Trigger und plus 600, ist die dann in das Tronlink Wallet überwiesen worden und ich habe sie dann woanders hingeschoben, weil ich sie woanders brauchte. Das ist diese Abbuchung von minus 603, weil ich da noch 3 Dollar drin hatte. Also ihr seht grundsätzlich, dass meine Erfahrungen mit Daisy in meinem Konto, in dem von meinem Mann und auch in dem von meiner Mutter laufen wunderbar und wir sind schwer begeistert. Solltet ihr Fragen haben zu Daisy oder interessiert sein, dann wendet euch an die Person, die euch dieses Video hat zukommen lassen. Wenn ihr keinen Ansprechpartner habt, dann kommt einfach auf mich zu. Ansonsten lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis bald wieder in einem neuen Video.